Und damit ein herzliches Willkommen zum Royal Rumble der königlichen Rauferei aus Oklahoma City, Oklahoma. Wir sind live vor Ort. Und es bleibt zu erwarten, wer heute Abend den Royal Rumble gewinnt. Das wird unser riesen Main Event. Und da sehen wir den Chairman der WWE, Vincent Kennedy, mit Man, dem ich noch ein neues Outfit, also ein Anzug-Outfit noch geben hätte sollen könnten. Aber der Chef hat was zu sagen. Er möchte uns sagen, wahrscheinlich, dass dieses Event sehr großartig wird und was alles auf uns zukommt. Ich lasse euch mal mit dem Bild allein, da der Text immer erst im Nachhinein eingefügt wird. Also, viel Spaß! Und da haben wir den, oh, der Top-Herausforderer auf den United States Champion-Titel von, also Scott Halls Opponent, wird hier von Dolph Ziggler angegriffen. Ach du heiliger Bimmelbammel. Oh Mann. Ich glaube, das könnte heute Abend dann ein klein bisschen ein Problem für den guten Sami Zayn werden, wenn er hier noch gegen Scott Hall antreten will. Und Sami Zayn wehrt sich. Oh, da fliegt Dolph Ziggler in einen Umkleideschrank. Und Dolph Ziggler jetzt wieder mit dem Stuhl. Und weiter mit dem Stuhl schlägt er hier auf Sami Zayn ein. Aber steckt noch Leben in ihm, er wehrt sich erbittert. Und jetzt mit dem Money in the Bank Aktenkoffer. Oh, Backe, ich glaube, Sami Zayn sollte, wenn er heute Abend noch antreten will, ganz tunlichst hier weg.
Weil es sieht nicht so aus, als ob Dolph Ziggler hier Gefangene macht. Jetzt wieder mit dem Koffer. Und Sami Zayn scheint das Bewusstsein verloren zu haben. Dolph Ziggler hat ihn K.O. geprügelt. Oh, das war es wohl mit der Titelchance für Sami Zayn. Er wurde um den Titel gebracht. Oder um eine Titelchance in diesem Falle. Mal gucken, was, wie das hier dann weitergeht. Ich denke, wir werden dann bei Nitro mehr erfahren. Oh, Backe. Da ist Dolph Ziggler uns was schuldig. So, nach dieser Sneaky Attack von Dolph Ziggler gegen Sami Zayn, wieso er dies getan hat, keine Ahnung. Ich hoffe, dass wir am heutigen Abend oder bei der nächsten Nitro-Ausgabe Antworten bekommen. Aber jetzt kommen wir erstmal zum ersten Match des heutigen Abends. Bray Wyatt, der Eater of Worlds, schlendert zum Ring. Er ist heute Abend in einem Tag-Team-Match dabei. Sein Partner ist Owen Hart und sie treffen auf die jeweiligen Rivalen Goldust und Rob Van Dam. Ja, er kommt mit seiner Laterne zum Ring. Ganz gemächlich, er hat alle Zeit der Welt. Ich muss immer noch dazu sagen, dies hier ist immer noch Fantasy Booking, weil ein Bray Wyatt würde niemals gegen ein Goldust fäden, denke ich mir zumindest. Na, warten wir mal ab, wie dieser Abend weitergehen wird. Bray Wyatt hebt seine Laterne und pustet sie aus. Und kaum pustet er sie aus, ertönt die Musik seines Partners für den heutigen Abend. Da haben wir ihn. Der King of Hearts. Owen Hart. Ja, er möchte der Beste sein. Der beste Techniker, so der King of Hearts. Und sein Rivale, Mr. Monday Night. Und dazu muss ich auch sagen, alle, die in den Matches hier dabei sind, sind nicht im Royal Rumble dabei. Gut, ich glaube, dass Sami Zayn nach der Attacke von Dolph Ziggler sowieso nicht dabei ist. Ja, die White Family und die Hart Foundation. Für dieses Match tun sie sich zusammen gegen Goldust und RVD. Ja, die beiden machen sich schon mal bereit, während wir das Logo von Goldust sehen. Oh, hat der einen Special-Auftritt? Ja, Goldust schlendert gemächlich zum Ring. Ja, der Kameramann hat kurz zusammengezuckt. Und jetzt wird Zeit für seinen Tag-Team-Partner. Nachdem er den Kameramann mal wieder psychisch hier. Na, starrt dem Kameramann direkt in die Seele. Und euch auch, weil er direkt in die Kamera guckt. Und die Fans jubeln. Rob Van Dam, Mr. Monday Night. Der One of a Kind, der Tag Team Partner von Goldust am heutigen Abend. The Real RVD.
eigentlich eine ganz coole Kombi. So geil ist so ein Drop Van Dam. Obwohl Bray Wyatt und Owen Hart ist natürlich auch eine gute Kombi. Kraft und Technik vereint. Und jetzt hören wir es leider mal. Ja, die ganze Crowd macht mit. Owen Hart und Bray Wyatt beraten sich da draußen. Ja, Bray Wyatt startet für das Team und Gallus ist auf der anderen Seite. Also direkt die beiden Kontrahenten gegeneinander, direkt ein Splash von Bray Wyatt. Gefolgt von dem Whip-In, wieder ein Splash und Gallus fällt einfach wie ein nasser Sack zu Boden. Und jetzt Gallus mit einem Snap-Suplex. Ja, Gallus muss allmählich zusehen. Muss beweisen, dass er hier in der Fehde die Nase... Obwohl, es steht ja immer noch so halbwegs unentschieden. Glaube ich. Ja, sollte ein Belly-to-Belly kommen, aber Gallus ganz geistesgegenwärtig Erfahrung hat der Mann. Whip ihn jetzt in die Ringecke von Gold VD. GVD. Und jetzt Rob Van Dam gegen Bray Wyatt im Ring. Und eine wunderbare Kopfschere. Ja, Bray Wyatt erst so ein bisschen in die falsche Ecke unterwegs. Jetzt mit harten Punches. Und da legt er ihn einfach auf oberstes Seil ab. Jetzt zieht er ihn erstmal aus der Ringecke raus. Ja klar, Gallus ist da, er ist gefährlich. Also gefährlich für Bray Wyatt, weil er mag ihn nicht. Aber das will ich damit jetzt nicht sagen. Sondern dass er sich dadurch auch jederzeit eintaggen könnte. Und wenn ein Bray Wyatt das dann nicht mitbekommt, dann ist das halt so. Nur das könnte dann halt auch einen taktischen Vorteil bringen. Und Whip-In von Rob Van Dam. Da laufen sie beide gegeneinander. Schöner Dropkick. Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, was das jetzt werden sollte. Bray Wyatt, der wirft da einfach Rob Van Dam weg. Goldust steht draußen. Also nicht an der, in der Ringecke. Aber Bray Wyatt, der ist hier relativ dominant in diesem Match. Ja gut, die Kraft gibt ihm natürlich Vorteile. Und da wird Gallus einfach vom Apron runtergeprügelt von Bray Wyatt. Und ein Backdrop. Ah, wie die geht da einfach mal raus. Oh, schön übergesprungen. Inverted DDT von Mr. Monday Night. Und dann auf Dropkick gegen die Schläfe. Ja, probiert AVD jetzt vielleicht ein Cover? Nein, ein Standing Moonsault soll es werden und wird es auch. Und AVD wechselt jetzt Gallus ein. Jetzt haben wir die beiden Erzrivalen wieder im Ring. Und Bray Wyatt mit einem Inverted DDT. Ja, die Leute sind sich der Auffassung, Bray gonna kill you. Und ein Chokeslam. Und, oh geil, das fängt ihn auf. Und ein Backbreaker. Also Bray Wyatt momentan wirklich in der Form seines Lebens. Ein Pump-Apple-Slam gibt es auch noch oben drauf. Ja, AVD, der will den Tag.
Aber Bray Wyatt, der will natürlich geiles Tier im Ring behalten. Ganz klar, das ist sein Widersacher. Und Bray Wyatt, der boxt da einfach den Tag Team Partner von Gallus einfach mal vom Apron runter. Klar, wenn er nicht da steht, kann es auch keinen Tag geben. Und was hat Bray Wyatt jetzt vor? Setzt Gallus aufs oberste Seil. Boxt ihm ein, zweimal eine, ja, zweimal. Was zeigt er jetzt? Einen Fallaway, das kann nicht sein, er sein. Nein, gekontert! Und da fallen die beiden wie nasse Säcke. Einfach runter. Und mit dem Knie. Owen Hart, der war auch noch gar nicht im Match drinne. Und da gab es den Inverted. Anno, dazu schieß mich tot. Ja, Gallus wechselt jetzt Rob Van Dam wieder ein. Bray Wyatt noch gar nicht gewechselt. Und RVD, der nimmt sich da Owen Hart vor. Bray Wyatt, der geht einfach ganz normal wieder rein. Und ein... Nein, oben drüber. Und Double X-Handle von Owen Hart. Und da gibt es den Hot Tag. Mit Gallus. Und ein Whip-In in die Ringecke. Also für Bray Wyatt sieht es momentan nicht sonderlich gut aus. Clothesline. Also Bray Wyatt muss wechseln. Und zwar ganz, ganz dringend. Aber ein Backdrop. Und jetzt gibt es den Tag. Ja, Gallus kommt jetzt wieder zum Ring. Hat jetzt natürlich einen frischen Owen Hart vor der Nase. Deswegen, da muss er jetzt wirklich aufpassen. Der Typ ist frisch. Und was zeigt er uns? Ein Pile Driver. Piledriver von Owen Hart. Und der Ansatz zum Sharpshooter. Er dreht ihn rum. Und Gallus tappt. Gut, da hätte RVD jetzt vielleicht auch mal eingreifen sollen. Hat er nicht getan. Hat wahrscheinlich gedacht, dass Gallus da rauskommt, aber er tappt. Und Owen Hart holt sich den Sieg für das Team. Hier nochmal ein paar Ausschnitte. Na, da wollte Owen Hart helfen. Wurde aber nichts. Ah, schade, den Double X Handle hätte ich jetzt auch ganz gerne noch gesehen. Also ich hätte mir das Match jetzt ein bisschen spannender vorgestellt, aber gut, Owen hat den Sieg geholt für sein Team. Fast ohne Leistung. Bray Wyatt hat fast alles alleine gemacht.
Aber Bray Wyatt hat Owen Hart den Sieg so gesehen gegeben. Also hätte ich von Bray Wyatt jetzt nicht gedacht, dass er... Oh, vielleicht wusste das ja gar nicht, dass er tappt. Ist auch wurscht. Wir kommen jetzt feierlich zum nächsten Match.